Ja, hallo, herzlich willkommen hier beim Roten Sofa der Deutschen Verkehrszeitung am Nachmittag des Donnerstags hier beim Deutschen Logistikkongress. Günter Jochum von der Group 7 darf ich hier begrüßen auf dem roten Sofa. Sie saßen schon mal auf dem roten Sofa und wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, Sie sind ein treuer, jahrzehntelanger Leser der DVZ, aber ganz angetan eigentlich von unserer neuen Darreichungsweise, also digitalen Darreichungsweise. Sagen Sie doch mal, wie Sie das so wahrgenommen haben. Ja, ich muss sagen, für mich ist Digitalisierung sehr wichtig, aber nicht nur Digitalisierung des Digitalisierungswillens, sondern man muss praktische Dinge machen und darum fand ich das gut. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin 2 Wochen unterwegs, dann habe ich 4 DVZ, die lese ich dann ganz brav am Wochenende zu Hause und so kann man jetzt online lesen und das ist viel besser. Das ist wirklich einfach modern, ist eine gute Sache. Also wir als DVZ sind ja jetzt ganz schwer digital, aber Sie, Group 7, haben auch sehr frühzeitig auch die Digitalisierung entdeckt. Können Sie mal beschreiben, wo Sie reüssiert haben oder wo Sie auch vielleicht ein wenig einen Preis zahlen mussten für die ersten Erfahrungen? Ja gut, wir haben vor circa 1,5 Jahren angefangen mit der Digitalisierung. Ich muss sagen, ich habe eines gemacht, dass ich hergegangen bin und habe gesagt, ich als Inhaber der Firma kümmere mich selbst darum, weil das kann man einfach nicht, delegieren. Und ja, und dann haben wir angefangen, vor 1,5 Jahren zum Beispiel einen 3D-Druck einzuführen. Und da habe ich zum Beispiel was gesehen, wie man sowas angeht. Ich habe mir dann 3D-Druck, habe ein Konzept gemacht intern. Und dann bin ich zu einigen Firmen gegangen, wollten 3D-Druck kaufen. Dann haben die gesagt, ja, und wann planen Sie das und wann machen Sie das? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt. Ich habe es geplant und da hat man einfach gesehen, dass viele damals noch gesagt haben, ja, das machen wir irgendwo. Man muss dann irgendwann mal anfangen und muss es einfach sofort machen. Aber ausgerechnet 3D-Druck, also es gibt ja viele Unternehmen im Transport-Logistikbereich, die sagen, um Gottes Willen, das ist ja quasi der Tod unserer Branche, 3D-Druck. Hat auch teilweise keine Zukunft, hört man ab und zu mal. Warum haben Sie sich mit 3D-Druck auseinandergesetzt und 3D-Druck sind wir eigentlich auf die Idee gekommen im Musterversand. Wir haben sehr viele Muster von Kunden, die wir transportiert haben und wir machen sehr viel im Aerospace-Bereich. Und gerade da werden kleine Teile, muss einer sich ins Flugzeug setzen, irgendwo hinfliegen. Und da haben wir uns gedacht, da kann man doch ein CAT-File schicken, von hier nach Singapur, dort ausdrucken. Und das war eigentlich so der Grundgedanke. Und ich glaube, was die meisten Logistiker denken, wenn man 3D-Druck einsetzt, dass man dann keine Transporte mehr hat. Ich meine, die werden sich sicherlich um 10% reduzieren, die Transporte, auch die Lagerung, gerade im Ersatzteilgeschäft vom Automotive-Bereich, die müssen das nicht mehr vorhalten, da wird sich schon einiges tun. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, und so habe ich mein Leben lang gearbeitet, wenn es ich nicht mache, macht es ein anderer. Und ich glaube, an dem 3D-Druck wird man nicht vorbeikommen, aber die Serienfertigung wird es weitergeben. Wenn man das Thema Digitalisierung hört, dann ist es auch oft so, dass man sagt, Digitalisierung, auch gerade in der Logistik, das ist ein Thema von Startups. Sie sind ja jetzt nicht unbedingt ein Startup. Wie würden Sie beschreiben, wie bei Ihnen die Prozesse aufgesetzt sind? Sie haben gerade selbst gesagt, der Chef hat selbst die Digitalisierung eingeführt. Aber wie beurteilen Sie die Startups in der Logistik? Ja, ich finde die Startups in der Logistik sehr positiv. Allerdings ist es genauso. Ich habe in meinem Leben auch einige Firmen schon gegründet. Man muss sich einfach ein klares Konzept ausdenken. Man muss saubere Produkte, man braucht ein sauberes Prozess und man muss halt auch wissen, was möchte ich erreichen und nicht nur einfach digitalisieren oder ein Startup sein. Und ich glaube persönlich eines, die ganzen Startups, die einfach nur eine Plattform gründen und sagen, so darüber wickeln wir jetzt Transporte ab, die glaube ich werden nicht überleben, weil das kann heute ein Mittelständler wie wir auch. Wir haben eine gute eigene IT-Abteilung und wenn ich heute so Plattformen sehe, früher haben wir es über das Telefon abgewickelt, jetzt wickeln wir es über eine Plattform, das können wir darstellen. Aber ich glaube, Startups wie Loadfox zum Beispiel, Das sind Dinge, die werden sich entwickeln, weil die ganzen Leerfahrten, die haben die Spediteure nicht im Griff. Und da braucht man sowas. Und ich glaube, solche Firmen werden sich durchsetzen. Wir reden jetzt sehr viel über technische Lösungen und über Digitalisierung. Wie ist es denn mit der menschlichen Komponente? Wir haben hier auf dem Sofa heute und gestern auch sehr viele Gesprächspartner gehabt, die gesagt haben, das größte Problem ist für uns nicht, wie wir auf die Digitalisierung aufspringen oder sie umsetzen, sondern ist unser Personal.
also der Fachkräftemangel, Fahrermangel ist es, aber teilweise auch eben halt wirklich in den Unternehmen Fachkräfte zu finden. Haben Sie dieses Problem auch? Ja, das Problem haben wir auch, dass wir Fachkräfte, heute akquiriert man auf der einen Seite Kunden, auf der anderen Seite macht man Marketing für Recruiting. Aber gerade was Digitalisierung angeht, ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man nicht sagt, die da in der Ecke hinten machen Digitalisierung, sondern man muss wirklich das ganze Unternehmen, die ganzen Mitarbeiter mitnehmen, begeistern dafür. Und dann funktioniert das. Und dann sind die Leute auch ja, motiviert, in unserer Firma zu arbeiten. Wir sind eine moderne Firma und das bringt uns auch wieder Arbeitskräfte. Das heißt, dadurch finden wir auch leichter Leute. Ich sehe es gerade in der EDV, wir haben eine eigene IT-Abteilung in München mit 16 Leuten. Programmierer zu finden, ist eine Herausforderung. Aber wenn sie da moderner aufgestellt sind, die Leute mitnehmen, dann hat man da eine bessere Chance, Programmierer zum Beispiel zu finden. Sie hatten gerade gesagt, vor anderthalb Jahren haben Sie begonnen, die Digitalisierung einzuführen, sind auf einem guten Weg, so wie ich das auch höre und auch von den Kollegen, die über Sie berichten. Können Sie uns einen Einblick geben in die Strategie? Also vor anderthalb Jahren angefangen, wie sehen die nächsten anderthalb Jahre aus? Ja, was wir halt gemacht haben, wir haben jetzt nicht mal einmal angefangen und gesagt, wir machen das, sondern wir haben uns ein klares Konzept überlegt, haben, wie schon erwähnt, haben 3D-Druck eingeführt, dann haben wir zum Beispiel fahrerlose Transportsysteme eingeführt, wir führen Kommissioniertechnik ein, weil es ist so, man kann nicht nur große Lagerhäuser bauen, sondern sie müssen einfach irgendwo mit Autos, wir machen zum Beispiel, haben Autostore eingeführt, das ist eine Kommissioniertechnik, wo sie 3-4 Kunden drüber laufen lassen können und wo sie weniger Platz brauchen, weil mein Grundstückspreis ist alles heute Thema. Und ja, und was wir jetzt zum Beispiel in der Zukunft, nächstes Jahr machen werden, wir haben bauen in Frankfurt gerade ein neues Lager mit, knapp 30.000 Quadratmeter, das wird für uns ein Cross-Border E-Commerce Hub, wo wir hergehen und Leute bestellen in China auf den Plattformen von unseren Kunden, dann wird es dort konsolidiert in Luftfrachtcontainer, wird nach China geschickt, Zollabfertigung, Auslieferung gemacht, das Ganze in die andere Richtung und das wollen wir auch, das ist eine enorme Digitalisierung, ist ein enormer Aufwand, weil was wir hier machen müssen, wir wollen die Retouren abbilden, wenn Sie jetzt in China was bestellen, dann haben wir ein Konzept aufgebaut, sagen wir, das Mikrofon kostet 100 €, dann ist dort Transport, Zoll, alles mit drin und wenn Sie es zurückschicken wollen, dann geht es an unsere Frankfurter Zentrale zurück für E-Commerce und dort, das Ganze wird EDV unterstützt und das ist unsere Herausforderung fürs nächste Jahr, das umzusetzen. Faszinierend, also sehr konkret bei Ihnen, bei der Group 7, wie Sie die Digitalisierung ins Unternehmen reingeholt haben, die Prozesse umstrukturiert haben und damit auch reüssieren. Sie haben ein Stichwort gerade gesagt, okay, E-Commerce, das boomt. China, der Impetus ist riesengroß. Sind das die Treiber, E-Commerce, die Chinesen, die jetzt stärker auf den europäischen Markt drängen und umgekehrt? Wo sehen Sie für sich die Treiber der nächsten 1-2 Jahre? Meine Treiber im E-Commerce ist definitiv international. Man bestellt nicht nur in Europa, sondern man bestellt heute in China. Oder wir sehen zum Beispiel unser drittgrößter Markt, nach China, USA ist Australien. Viele Australier bestellen hier in Deutschland auf den Plattformen. Klar, die haben weite Wege, die leben irgendwo Countryside und dann bestellt man eben hier. Und das ist, wir haben zum Beispiel jede Woche 2 Luftfrachtpaletten, die nach Sydney gehen. Dort werden die verzollt, werden aufgebrochen, wie man im Speditionsdeutsch sagt, werden dekonsolidiert und dann mit Paketdienst in das entlegenste Dorf von Australien ausgeliefert. Und das ist ein enormer Markt. Herr Jocher, ich muss sagen, richtig schöne Geschichten. Wir könnten jetzt noch ewig weiter hier diese Geschichten erzählen. Wir werden demnächst gerne noch mal über Sie berichten bei uns in der DVZ. Und dann können wir anhand dieser konkreten Beispiele auch noch mal sehen, wie sich Digitalisierung in einem Unternehmen wie bei Ihnen, Group 7, auch entsprechend umsetzt. Da haben Sie doch bestimmt auch was in petto für uns, oder? Ja, ich meine, wir arbeiten immer an was, aber ich habe jetzt momentan noch nichts, was ich veröffentlichen möchte, aber wir haben schon ein paar neue Ideen, was wir machen können, da kommen wir auf Sie zu. Okay, und beim nächsten Mal am roten Sofa, ganz gleich, ob das nächstes Jahr hier ist oder vielleicht zwischendurch mal, dann haben Sie wieder was zu berichten. Da freue ich mich schon drauf. Davon bin ich überzeugt, ja. Okay. Vielen Dank, Herr Jocher, und weiterhin auch dem Publikum vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und noch einen weiter schönen deutschen Logistikkongress. Vielen Dank. Vielen Dank, bedanke mich.